Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Plays The Elder Scrolls 5. Ja, 5 vor allen Dingen. Zwar gewollt. Oh. Ach, der zählt denn? Doch, der zählt auch mit. Gut. Gerade irgendwie so einen halben Leck gehabt, kann das sein? Aua. Schmerz. Alter, die sterben alle viel zu schnell. Was soll denn der Scheiß? Der Ghost Rider liegt da hinten. Hier nochmal anzünden. So. Ich glaube, das Beste ist hier hin und her zu laufen. Und die einzelnen alle abzuarbeiten. Gut, das waren 4. Jetzt müssen wir nur noch einen finden. Wir müssen uns einen finden. So. Ach, du. Huch. Du bist schuld, dass ich das machen muss. Sterben. Ja, beschäftige ich mich mit meinen Affen. Rang 8. Ah, sehr schön. Gut so. Och, Menno, wo sind denn die Soldaten des Lichts? Ich wollte zuerst angreifen, habe ich mich aber doch nicht mehr dafür entschieden. Okay. Hallo. Hallo, wir haben's. Huch. Den Göttern sei Dank, ich habe euch gefunden. Ja, du rennst aber auch stürmisch. Den Göttlichen sei Dank, dass ich euch gefunden habe. Ihr müsst Landare finden. Sie steckt in Schwierigkeiten. Oh nein, was ist geschehen? Eine der Patrouillen ist zurückgekehrt, dank euch, und hat einen Höhleneingang im Nordosten gemeldet. Landare konnte nicht abwarten. Sie hat sich einige Mähre geschnappt und ist zu den Höhlen aufgebrochen. Sie hat sich einige Mähre geschnappt. Oh Mann. Sie können nicht auf weitere Hilfe warten? Sie war schon immer so. Ich mache mir Sorgen, dass sie in der Klemme steckt. Helft ihr bitte. Vielleicht könnt ihr ihr ja die Flausen austreiben. Oh ja, und ob ich sie Flausen austreiben kann. Ich werde sie finden, Feldwebel. Seid unbesorgt. Unbesorgt. Ja, toll. Zweideutigkeit lässt grüßen. Oh Mann. So. Ich will aber das Niveau nicht nach unten schrauben von diesem Spiel, deswegen lasse ich das einfach mal gut sein und gehe mal geradeaus. So. Unheilsbrot. Huch, ich will hier hoch. Schmerz. Tut sogar noch weh. So, Ah, hier ist die Höhle. Okay. Jetzt scheint die Sonne auch noch durch mein Fenster. Wird jetzt bestimmt gleich tief dunkel. Oh. Gegrillt. Oh, ein schlafender Clanban. Mhm. Schön.
Ist toll, dass ich hier unten kein Interface mehr habe. Warum? Vorher habe ich eins gehabt, jetzt nie wieder. Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Warum hat mir das keiner gesagt? Sollte außerdem hier nicht stehen bleiben. Ja, da unten. Oh shit, ups. Alter, haben die viel dabei. Ist ja schon fast verboten. Ich habe versehentlich meinen Zombie weggemacht. Gut, ich wollte eigentlich für den Schnellzugriff die Stufe 7 hier hinpacken. Ihr müsst euch ausruhen. Gut, ihr seid hier. Das ist Quoramir, mein Patrouillenführer. Er hat keinen guten Tag. Was hat er gefunden? Es gibt zwei Dremora tiefer in der Höhle. Sie bereiten jetzt gerade eine Massenbeschwörung vor. Es ist an euch. Ich kann Quoramir so hier nicht zurücklassen. Das heißt, es liegt an euch. Ich werde mich um sie kümmern, Hauptmann. Danke. Ihr hattet übrigens recht. Estre ist nicht nur beim Schleiererbe, sie ist auch noch eine dreifach verdammte Kultistin. Quor hat belauscht, wie die Sippenhochfürstin mittels einer magischen Übertragung zu diesen Daedra gesprochen hat. Noch ein Verbrechen mehr für die Magistrate. Ich werde sie aufspinnen, sobald wir uns um die Daedra gekümmert haben. Gut. In der Zwischenzeit bringe ich Quor zum Herrenhaus zurück. Trefft uns dort. Ich sehe euch dort, Hauptmann. Okay. Verschwinden die jetzt einfach so? Haltet das Ritual auf, okay. Keine Zeit zu verlieren. Oh Gott, Atronarchen. Oh, da muss ich zum Glück, glaube ich, nicht hin. Oh nein, ich habe hier schon wieder aufgelöst lassen. Ich vertippe mich immer, ich drücke immer die 5. Dreck. Nein. Geh zurück. Weiche! Wow. Rüstungsteile, die besser sind. Wir sollten unsere Rüstung mal reparieren. Oh Gott, zwei dahin sogar. Ja, hast du gut gemacht, so toll gemacht. Ja, ist gut, jetzt stirbt. Mein Charakter schreit immer so dermaßen laut. So, jetzt bin ich gespannt. Wie mache ich das? Was soll ich dir auffallen? Boah. Mein Clanband ist, mein Viech ist weg. Naja, egal. Ach, das ist ein Heilungsstab. Eigentlich nichts Gutes. Huch, oh, ich hab den Bug wieder, haha. Na, so vielleicht. Ist besser, so. Und tschüss. Und tschüss. Sucht im Herrenhaus nach Landre oder wie auch immer.
Ja, die haben geschlaucht. So. Ach, und hier kommen wir wieder raus. Ah, ja. Muss ich einfach nicht runterlaufen. Ja, lief doch gut, oder? Wir haben ordentlich aufgeräumt. Meine neue Freundin, ihr lebt. Ich hatte es gehofft. Wie ihr sehen könnt, haben wir Verstärkung bekommen. Die Dremora wurden ausgeschickt? Ich glaube, das wurde falsch übersetzt. Die Dremora wurden ausgeschickt. Das ist sehr gutes Deutsch. Das Ritual wurde unterbrochen. Es wird keinen weiteren Angriff geben. Dreifach gesegnet sind wir. Ich hätte Urkelmo nicht um eine bessere Seesoldatin bitten können. Urkelmo? Was ist mit Estre? Habt ihr noch mehr erfahren? Ich habe ihn immer falsch ausgesprochen. Morgenrot war eine Ablenkung. Ersthalt ist Estres wahres Ziel. Ich hatte es schon im Gefühl, dass es noch schlimmer kommen könnte. Wir müssen Fürst Rilis in Ersthalt Bescheid geben. Und zwar schnell. Könnt ihr eine Warnung rechtzeitig dorthin bringen? Wir werden wohl einfach abwarten müssen, was? Sei's drum. Im Namen aller Jungs und Mädels hier, vielen Dank. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Abgeschlossen durch die Asche. Abgeschlossen. Morgenrot. Rang 14. Ich kann nach Ersthalt gehen, wenn ihr mich nicht mehr braucht. Ich hatte auf ein solches Angebot gehofft. Ersthalt ist nur ein kurzes Stück von hier entfernt. Folgt der Straße nach Nordwesten und gebt einem der Seesoldaten oder Urkelmo selbst Bescheid. Ich mache mich schnellstmöglich auf den Weg. Okay, begonnen. Gehen Ersthalt. Gehen alle mit. Meldet euch bei der ersten Auridon-Seesoldatin in Ersthalt. Die ganzen Namen der Dinge heißen alle Ersthalt. So, jetzt haben wir das auch. Haben wir das auch geschafft? Das war ja eine große Quest eigentlich. Dann können wir einfach mal den nehmen. Wir können auch direkt dorthin gehen eigentlich. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schwimmen, oder? Huch. Hier liegt eine Angel und noch was anderes. Aber ich habe eine Rune entdeckt. Eine Essenzrune, schön. Gut, so kommen wir dem Ziel auch näher. Ich glaube, jetzt brauchen wir einfach nur diesen Weg. Ja, ich hätte auch aus der Stadt hier runterlaufen können. Okay. Ich muss hier sogar rechts rum. Aha. Okay. Ist hier. Wow. Ist hier was? Ne. Cool. Ich finde Auridon ist immer noch die beste Stätte. Die Insel der Einkehr entdeckt. Alter. Was hat er mir gerade ins Ohr geschnauft? Werter Leser, ich verspüre den Drang, meine unbearbeiteten Gedanken über den wunderschönen, unvergleichlichen Insel der Einkehr nun noch zu bearbeiten.
An diesen Ort, der ohne Zweifel zu den schönsten Tamriels zählt, erlebte euer bescheidener Erkunder so manche ruhige Mahlzeit. Bedeutungsschwere billige Begegnungen im Mondschein. Wie gesagt, meine Zeit auf der Insel der Einkehr war eine magische Zeit. Ich hoffe, dass euch es ebenso erfahren wird. Aha. Ja, es ist eine sehr schöne Insel, definitiv. Carolet. Das ist ein Anführer. Cool. Sterb. Ich habe doch nur Befehle befolgt. Du hast nur Befehle befolgt, ja. Ab ins Wasser mit dir, Junge. Kann ich hier ins Wasser puppen? Ne. Ja, wo kommt denn der Bär her? Hallo, du dämlicher Scheißbär. Hau ab. Alter, jetzt gibt's den doppelt und dreifach. Jetzt habe ich... toll. Das hat natürlich nicht gezählt, ne? Oh doch, hat es. Cool. Was habe ich denn von dem bekommen, ey, bitte? Eigentlich nur Müll. Boah, ey. Okay. Können eigentlich auch... Ja, von wegen, Esther, das ist ein kurzes Stück entfernt. Das ist auf der anderen Seite der Insel, dann sind wir schon mal durch hier. Ich würde sagen, hier müssen wir noch rüber. Dann nehmen wir noch ein Buch mit. Und dann würde ich sagen, so spontan ist das hier ein gutes Plätzlich, um zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.